Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession bei Minecraft. Und letztes Mal haben wir hier hinten den Dschungelbaum gefällt, den wir künstlich angepflanzt haben, und wir haben begonnen, das Haus hier zu bauen. Dieses Mal werden wir uns noch weiter um das NPC-Dorf kümmern, damit wir langsam mal mit dem dann fertig werden, damit ich auch andere Projekte beginnen kann, wie zum Beispiel den Bahnhof oder sonstiges. Aber trotzdem, mit dem Bahnhof würde ich noch ein bisschen warten wollen, weil darauf hatte ich jetzt noch nicht so viel Lust. Oh, da kriegen wir auch sehr viele Dschungelsaplinge. Das ist sehr gut. Das muss man schon sagen. Und ich gehe da jetzt auch mal rein und gebe die Dschungelsaplinge in die Kiste. So. Dann. Da kommen die Saplinge rein. Und. Okay. Ja, Samen brauchen wir jetzt nicht. Achso, Bone Meal. Das können wir doch da hingeben. Zack, zack, zack. Okay, gut. Brauche ich noch irgendetwas? Nein, dann kümmere ich mich jetzt mal um die Häuser. Ich glaube, ich werde auch so ein Dach machen wie Cobblestone wollen noch. Cobblestone. Und heute werde ich auch das da hinten abtragen, aus also das Haus da hinten. So, Cobblestone. Gut. Und jetzt geht's wieder zurück. Ja. So. Ja, letztes Mal haben wir ja, wie gesagt, hier hinten das Haus gebaut. Nicht das hier, sondern. Wo ist denn das jetzt? Da. Und vielleicht wäre es auch nicht schlecht, irgendwie die Bücherregale zu machen. Aber warte mal kurz, bevor ich jetzt weitermache, hätte ich noch eine Idee, beziehungsweise ich würde mal gerne was nachschauen. Und zwar. Haben die hier hinten schon gedingst? Ma. Hallo? Ja, sehr gut, sehr gut. Da haben wir schon einen neuen NPC-Dorfbewohner. Und hier muss ich das alles nochmal mit Gravel auffüllen. Ab hier kommt die Erde dann hin. Jo. Oder? Hätte gesagt, hier vielleicht. Ein bisschen eher, ja. Das wird schon passen. Gut, da hinten brauchen wir auch noch ein Dach. Und ich hätte gesagt, wenn wir schon da sind. Jetzt bin ich nämlich zu faul zurückzulaufen. Hier hatte ich mal das Weizen. Und die Samen, die wir kriegen, setze ich sofort wieder ein, damit wir hier dann auch die. Ja. Die. Jetzt hätten wir das Wort nicht da, verdammt. Nicht Tierzucht, sondern. Ich sag mal, die Landwirtschaft ankurbeln. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, soll ich das Haus wieder dort hinten bauen? Ich glaube, das mache ich auch. Dazu muss ich aber hier das Dach einmal. Das heißt, ich gehe jetzt mal hier rauf. Und das Dach. Also genau, auf die Ebene kommt überall Holz hin. Oh, Erde haben wir sogar mit. Okay, dann nehme ich lieber die Erde. Weil wenn ich dann das Holz abbaue und ich dann zu schnell abbaue, kann es sein, dass ich dann das ganze Dach entferne und wir es wieder aufbauen müssen. Und das will ich ehrlich gesagt verhindern. So. Der Erdklotz kommt weg. Und ja. Außerdem kommt halt endlich mein Mikrofonständer an. Das ist sehr gut, weil. Ich ja derzeitig ja ein vorübergehendes Konstrukt aufgebaut habe, beziehungsweise ja, mein Mikrofon steht einfach jetzt auf Xbox 360 Spielen oben. Sie stehen, das Mikrofon steht deswegen nicht oben. Ich kann nicht mehr reden. Das Mikrofon steht nicht oben, weil Xbox 360 so scheiße ist. Nein, ich hatte nur keine anderen Sachen. Bücher hatte ich leider keine mehr. Und deswegen habe ich mal die Spiele daher hergenommen. Und wenn ich dann den Mikrofonständer habe, dann kann ich das endlich richtig gescheit vor meine Fresse halten, ne? Und ja, Gott sei Dank hat das endlich funktioniert, weil ich glaube, seit 2 Monaten oder so habe ich jeden Tag, oder jeden Tag ist übertrieben, aber
zumindest ein, zwei Mal in der Woche drauf geschaut auf Amazon, ob es den vielleicht schon gibt. Und der war immer ausverkauft und es hat mich echt fett geärgert. Aber jetzt geht's endlich. Sehr gut sogar. Sodale. Nein. Opa, wenn ich den abbaue, ja, passiert eh nichts. Und es kann sein, dass wir gleich wieder Holz farmen gehen. Freut euch drauf. Meine Fresse. Genau, und offscreen wollte ich ja noch, das kann ich im Livestream machen. Die Lageumsortierung. Das mache ich im Livestream. Für alle Leute, die. Ich baue es da sicher mal so ab. Ich habe Angst, dass ich ansonsten die ganze Reihe hier wegbringe. Und für alle, die das Let's Play jetzt anschauen, also heute, morgen ist halt mein Stream. Das heißt, da gehe ich minen, runter in die Mine, ein bisschen Erze sammeln. Und, boah, ich verbaue mich andauernd. Und ich werde das Lager hier umsortieren. Und ja. Für alle Leute, die gerne reinschauen wollen, können das gerne machen. Und für alle Leute, die neu auf meinem Kanal sind, oder die den Kanal jetzt gerade entdeckt haben und sich auch für meine Let's Plays interessieren, es ist so, dass ich jeden Freitag, wenn es ausgeht, einen Livestream mache. Und ja, ich freue mich wie gesagt über jeden Zuschauer. Und ja, also, falls ihr bei dem nicht dabei seid und das Video ein bisschen später entdeckt, dann ist kein Problem, weil dann wird es wahrscheinlich so sein, dass genau in dieser Woche oder in der nächsten Woche, vielleicht schon Samstag oder Sonntag ist, wieder ein Livestream stattfindet. Ja. Also wird das kein Problem sein. Und ich gehe jetzt nochmal schnell Holz farmen. Ich gehe aber nochmal ein bisschen weiter nach hinten. Ne? Bei dem Baum kann ich jetzt auch abfällen. Ich bin auch gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich Dings holen soll. Wobei Kohle haben wir ja noch richtig viel. Also ein paar Diamanten oder Emeralds wären nicht schlecht. So, Dirt kommt mal rein. Und hier abfällen. Zack. Ich meine, wir haben ja am Breaking oben, glaube ich. Ja, Effizienz am Breaking, also von dem her wird die Axt sehr, sehr lange halten. Ne? Und bis die wieder kaputt ist, haben wir wieder genug Level, um die Axt zu verzaubern. Als nächstes, zu reparieren. Als nächstes kommt ja dann die Rüstung dran. So, und langsam werde ich mich auch auf das Ende vorbereiten, weil das ist ja auch ein Ziel von mir. Weil ich schon etwas länger, ja, vor mir habe, beziehungsweise was ich schon länger versucht zu erledigen, weil ich habe bis jetzt noch nie in meiner gesamten Minecraft-Karriere den Enderdrachen besiegt. Es ist jetzt nicht auch wirklich wichtig, den zu besiegen. Nur ich denke mir, es ist ganz witzig, wenn man vielleicht so ein Drachenei hätte. Aber bevor ich dann auch ins Ende gehe, wäre es vielleicht geschickter und gescheiter. Ja, wenn ich. Spiele ich auf Peaceful, kann das sein? Jo. Habe ich mir gerade gedacht. Ist vielleicht auch besser, wenn ich zuerst einmal so eine Ruhmeshalle, ja, fertigstelle. Ah, okay, so. Bleibt der Holzblock stehen. Sehr gut. Jetzt weiß ich das wenigstens auch. Weil ich glaube, früher war es so, da war es auf C. Aber vielleicht kann es ja auch sein, dass sie das umgelegt haben. Weil viele auch den Minimap-Mod benutzen. Und wenn man ja C drückt, kommt bekanntlich die Waypoint-Funktion hier. Und vielleicht haben sie deswegen ja das Ganze auf Shift umprogrammiert. Kann ja auch sein. Wenn ich falsch liege oder falls einen anderen Grund hat, kann man es mir auch gerne in das Kommentarfeld schreiben. Boah, ich brauche noch was zum Essen. Alter, bald sieht man auch nichts mehr von dem Wald. Und von dem Zombie auch nicht mehr. Sehr gut. Ich schaue dann auch gleich mal nach, wie viel Holz ich schon gefarmt habe. Ich habe so zwischengehört. Aua. Oh. Ich bin voll. Boah, Alter, ich habe. Krass. Ich habe gerade.